Und jetzt kannst du arbeiten. Ja. Ich will mal gleich anknüpfen an das, was die Petra hier so gesagt hat, dass das mal konkret wird und dass wir den Leuten erzählen, was sie mit den Erkenntnissen der Monetative so anfangen können. Ja. Weil eine der Erkenntnisse ist ja die, dass die das Geld aus dem Miet schöpfen, ja, und die haben einen Aufwand damit und verlangen Zinsen dafür. Ja. Und ich habe das zum Anlass genommen, mal in Frage zu stellen, dass man dafür auch Zinsen verlangen darf, und zwar aus rechtlicher Sicht. Ja. Ich bin der Meinung, dass man dafür keine Zinsen verlangen darf, und zwar auf Grundlage des Rechts, was wir haben. Jetzt werden aber die Leute trotzdem dazu gezwungen, Zinsen zu zahlen. Warum machen sie das? Wir machen das ja alle. Wir zahlen alle Zinsen. Warum machen wir das? Wenn wir sie nicht bezahlen, was passiert denn dann? Dann haben wir kein Geld mehr. Nö, das weniger. Also wenn man individuell seine Zinsen nicht bezahlt, ja, dann kommt die Bank und sagt, wir stellen jetzt das Darlehen fertig. Wir wollen jetzt alles haben, ja. Wir wollen die ganze Tilgung haben und wir wollen die Zinsen haben, ja. Da hat man natürlich in aller Regel nicht die Summe an Geld, die man dafür braucht, um das mal auf einen Schlag zurückzuzahlen. Und dann geht's los. Mit was? Mit dem größten Raubzug der Geschichte. Nämlich mit Zwangsvollstrecken. Zwangsversteigern, Zwangsverwalten, was heißt das im Endeffekt? Die Bank kommt in eine Situation, wo sie zum einen, wenn sie Zwangsverwaltung betreibt, sich den Besitz einer Wohnung verschaffen kann. Nun, dann geht sie an die Stelle des Vermieters, der man selber vielleicht ist in dem Moment, und holt sich die Miete mal zur Rückführung von Zins und Tilgung. Und bei der Zwangsversteigerung sagt man am Schluss das Eigentum. Und was hat man vorher reingemacht? Nichts. Nichts. Also das heißt, in unserem System ist was eingebastelt, was die Leute dazu bringt, für, ich sage jetzt mal, eine Nichtleistung, das ist alles etwas vergröber, was ich jetzt mache, für eine Nichtleistung Geld zu zahlen. Dass man sich erarbeiten muss in aller Regel. Wir drucken ja nicht das Geld selber. Das machen ja die Banken. Wir müssen es uns erarbeiten. Und wir müssen dafür arbeiten, wir müssen dafür Geld verdienen, halt durch Arbeit oder durch wie auch immer, eine Menge Zeiteinsatz. Und die andere Seite, ich habe ein paar Zahlen aufgeschrieben und ansonsten wenig gemacht dafür. Und jetzt kommt diese ganze Geschichte in ein Rechtssystem rein, wo die Juristen davon ausgehen, dass man seine Schulden bitte schön zurückzuzahlen hat. Ja? Und wenn man einen Kredit bekommen hat, dann ist man Schuldner der Bank. Und was macht die Justiz? Und sie hört, der zahlt seinen Kredit nicht zurück. Sie sagt, du musst ihn zurückbezahlen. Wenn du es zurückbezahlst, dann wirst du eben in ein Zwangsversteigerungsverfahren hineingegeben. Ja? Und hast du da eine Chance, aus dieser Geschichte rauszukommen? Hast du nicht. Das heißt, unser Rechtssystem erzwingt, dass wir eine Leistung, die aus meiner Sicht kaum eine ist, mit einer Gegenleistung bezahlen. Und am Schluss des Tages kann es auch noch passieren, dass wir die Sicherheit, dieses Grundschuld beispielsweise, dass wir diese Sicherheit gegeben haben, im Grunde genommen der Bank das Recht gegeben haben, sich das Haus wieder zu holen oder die Eigentumswohnung wieder zu holen, weil wir nichts zurückbezahlt haben. Ja. Und das ist ein Riesenproblem, was damit zusammenhängt, dass die beteiligten Juristen nicht durchschauen, wozu sie hier Hilfestellung leisten. Meiner Meinung nach ist es nicht gerechtfertigt und auch nicht aufgrund des herrschenden Rechts in dieser Weise Zinsen zu verlangen, zum Beispiel. Ja, also die Zinsforderungen sind viel zu hoch und man kann das auch sehr leicht sehen, wenn man mal zum Beispiel vergleicht, welche Konditionen die Bierbank hat. Ich weiß nicht, ob jemand mal was von der Bierbank gehört hat in der Schweiz, von Schweizer Bier, ich will es jetzt nicht weiter ausführen. Aber es gibt in der Schweiz ein paralleles System, nämlich den BIR, der für den Mittelstand da ist, der auch Kredit, also das ist eine einzige Bank, das ist ein Genossenschaftsbank, der halt den Schweizer Mittelständler angehört und die jedenfalls in diesem BIR-System auch Kredite bekommen und für die Kredite, die sie da bekommen, einen minimalen Zins bezahlen. Also Kontokorrentkredite beispielsweise kosten im BIR 1,5%. Das war so vor 3 Jahren der Fall. Ich weiß nicht, wie momentan die Konditionen sind. Oder ein Baudarlehen, 0,5% und solche Geschichten. Ja. Das funktioniert also. Ja. Und bei uns, Konkurrent, 12%, 13%, 14%.
für eine Leistung, bei der man sagen muss, was habt ihr eigentlich gemacht dabei? Ja? Und aufrechterhalten wird dieses System durch Juristen in Rollen von Rechtspflegern, von Richtern, von Rechtsanwälten, die nicht mehr reflektieren darüber, was eigentlich momentan hier als Geld zirkuliert, wie das entstanden ist, was dafür an wie auch immer Leistung aufgebracht werden muss, welcher Aufwand dafür aufgebracht werden muss. Und die sperren sich auch dagegen, das mal wahrzunehmen. Also ich habe jetzt mehrere Jahre lang habe ich diese Fragestellungen entweder in eigener Person oder halt für andere durchdekliniert und immer wieder feststellen müssen, man sieht das im Übrigen auch hier in dieser Runde, es gibt nicht einen einzigen Juristen hier, außer mir, ja, oder auch Anwalt, der sich mit diesen Fragestellungen beschäftigt. Der juristische Apparat schirmt sich komplett ab gegenüber den Erkenntnissen, die wir hier alle haben. Ja. Das ist also ein Riesenproblem und ich finde, wir sollten als Monetative vor allen Dingen die Juristen in diesen Rollen, in denen sie sich befinden, adressieren und herausfordern auch. Ja. Also sie müssen sich rechtfertigen dafür, dass sie sich ignorant verhalten und nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass hier ständig der größte Raubzug der Geschichte stattfindet. Und zwar mit Hilfe von Juristen. Ja. Also da an der Ecke ist am meisten, meiner Meinung nach, Wissensvermittlung, Aufklärung und auch Appellieren an das Gewissen erforderlich. Ja. Damit die mal merken, was sie eigentlich machen. Und dass sie die Hauptverantwortlichen dafür sind, dass in unserem System, in unserem jetzigen System, eine unglaubliche Schieflage entstanden ist, ja? Eine Umverteilung. Sie gerade richtig verstanden? Ja. Das Gewissen von Juristen. Aber jeder Mensch hat ein Gewissen, auch von Juristen. Ja. Gibt's welche? Vor Ihnen steht einer. Ich habe auch Kollegen, die ein Gewissen haben, ja. Genau. Nee, also das ist sehr ernst gemeint, ja. Und das hat auch ein bisschen was mit der Ausbildung von Juristen zu tun. Also ich meine, dass die Ausbildung von Juristen sehr mangelhaft ist und dass da eigentlich einiges verändert und verbessert werden muss. Und da ließe sich stundenlang drüber reden und wie auch immer Vorschläge machen. Aber eins darf nicht sein, dass also Juristen nach wie vor so ausgebildet werden wie vor 100 Jahren. Das ist nämlich nach wie vor der Fall, ja. Und von Geldwissen überhaupt keine Rede sein kann, das ist überhaupt kein Thema in der juristischen Ausbildung. Nirgendwo an irgendeiner Stelle wird das mal problematisiert, thematisiert, nach wie vor kein Thema nicht. Ja? Und da, meine ich, müssen wir ansetzen. Ich würde mal ganz kurz zusammenfassen. Sie sagen also, dass das Nehmen von Zinsen eigentlich entziehen. Nee, es geht um die Zinshöhe. Ja, also irgendeine Vergütung für diese Leistung, die wie auch immer Austauschverhältnisse organisiert, sollte man schon nehmen dürfen. Ja? Ja. Aber nicht Zinsen für Verleihen von Geld. Ja? Das ist ja das, was nach außen hin zur Rechtfertigung von Zinsforderungen behauptet wird. Ja? Ich meine, wenn die Zahlenreihen weiterleiten, dann ist das nicht in unserem herkömmlichen Verständnis Geld, was sie verleihen. Ja? Sondern das ist eine andere Art von, wie auch immer, Organisation von Austauschleistung. Und das kann man nicht als Zins sehen. Ja? Und wenn man es ganz runterbricht auf die entsprechenden einschlägigen Regelungen, die halt BGB beispielsweise regeln, wann Zins verlangt werden darf, da heißt es dann in etwa, dass ein Geldbetrag ausbezahlt sein muss, ja? Bevor man überhaupt Zinsforderungen stellen darf. Ja? Und wenn wir jetzt ganz strikte sind mit unserer Analyse des Systems, was wir momentan de facto haben, dann wird da kein Geld ausbezahlt. Ja? Also im herkömmlichen Sinne als ein Aktivum, ja? Was zum Beispiel Vollgeld wäre. Ja? Da könnte man dann schon sagen, okay, das ist von der Zentralbank erzeugt, ja? Das ist Fremdgeld für die Bank, das hat sie dann verliehen und da kann sie irgendeinen Zins dafür nehmen. Ja? Aber wenn sie kein Vollgeld verleihen, ja, dann besteht auch, so meine These, kein Zinsanspruch in herkömmlichen Sinne. Ja. Und wenn, dann sollte dieser Zinsanspruch auch wesentlich niedriger sein. Ja. Also sollte sich vielleicht in den Größenordnungen bewegen wie bei der Bierbank. Ja. Da gibt es ein Konkurrentendarlehen für 1,5%. Ja. Bei uns kosten die 12, 13, 14%. Ja. Das ist doch nicht einzusehen. Ja. Okay, ich habe jetzt dann genug hier. Okay, vielen Dank. Ja.